Ja, Hallöchen, hier heute. Ja, in Thalwerth am See. Herrliche Umgebung. Mitten im Wald. Guck dir das mal an. So, und was machen wir hier? Teppich waschen. Wir waschen heute Teppich. So, dazu gehen wir mal in die Richtung. Und natürlich zeige ich euch auch, wie das geht. Kurzer Blick. Kivijärvi heißt das hier. Steht's auch nochmal. Und das ist so ein typischer Teppichwaschplatz. Früher haben die Leute das hier im See gemacht. Und aus umwelttechnischen Gründen, weil da eine Seife verwendet wird, gibt es jetzt neben dem See solche Plätze mit Ablauf und Trockenplatz. Hier gibt es noch mal eine Anweisung. Sogar auf Englisch. Guck dir das mal an, du. Ja, herrlich. Ja, okay. So, guck mal, hier geht das lang. Das ist der Platz. Da werden die fertigen Teppiche zum Trocknen aufgehängt. So, und so sieht das aus. Der Teppich wird hier eingeweicht. Dann kommt ein Stück Seife. Das sieht ein bisschen aus wie Kernseife, ist aber Kiefernseife. So sieht das aus. Kiefernseife. Riecht herrlich, macht gut sauber. So, dann wird das schön eingerieben hier. Bisschen Wasser rauf. Guck mal, wie schön. Das haut hin, ne? Dann wird das hier geschrubbt. Und so geht das Stück für Stück. Bisschen weiterziehen. Wieder bisschen Wasser. Seife. Und schrubben. So, kannst du mir noch mal sagen, wie das heißt auf Finnisch, was wir hier machen? Teppich waschen. Maton Pesu. Maton Pesu. Schön. Ja, das ist toll. So sieht das aus. Jetzt sind wir noch mal in der Beobachterrolle hier. Gucken wir uns das noch mal an. Die Kanten nicht vergessen, klar. Logisch. Und Mücken sind hier, ne? Guck dir mal das an hier. So. Da sind die Mücken. Naja, das ist ja, wie es ist. So, und dann, wie geht das denn weiter? Kannst du mal kurz was sagen? Abspülen danach oder wie geht das? Ja, zweimal. Zweimal spülen. Becken voll Wasser. Gucken wir uns an. Becken voll Wasser und die Teppiche zweimal spülen. Also, dann nehmen wir den mal hier. Einmal. Das sieht gut aus. Und nochmal. So. Herrlich. Jetzt sind wir auch schon bereit für die Quetsche. So. Und das machen wir mal an diesem Beispiel. Guck mal, hier gibt es so ein Gerät. Wie heißt das Gerät hier auf Finnisch? Mangeli.
Mangeli, ja klar, eine Mangel. Da wäre ich auch drauf gekommen. So, jetzt wird das hier eingeklemmt. Ich bediene mal das Gerät. Kurz warten. Ja, guck mal, wie schön. Und jetzt schön langsam drehen. Und was denn passiert? Drückt das Wasser raus, ne? Dann läuft das da schön ab. So, und dann wird er hier rausgenommen und aufgehängt. Guck mal, wie schön. So, 2 Tage trocknen und das war's.